opens a transparent trading room for the cutting EU red tape. Europe needs reform. Aus dem Europäischen Parlament, aus Straßburg, der LKR Politalk aus dem Zentrum der Macht. Thema heute: Finanzrahmen. Zu Gast Paul Rübig und Bernd Kölmel. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem LKR Politalk hier aus dem Europäischen Parlament zu Straßburg. Herr Rübig, werden Sie der vorliegenden Position des Parlaments zum neuen mehrjährigen Finanzrahmen zustimmen? Und wenn ja, wieso? Ja, es ist das erste Angebot des Europäischen Parlaments, in der Europapolitik neue Ziele zu setzen. Und ich glaube, unser Angebot ist, in Verhandlungen einzutreten. Wir sind für bessere Chancen für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb werde ich diesem Verhandlungsangebot zustimmen. Herr Köldl, wie sieht es bei Ihnen aus? Was ist Ihre Haltung zum vorliegenden Bericht? Wir werden diesen Bericht ablehnen, denn meines Erachtens geht dieser Bericht zum einen in die falsche Richtung und zum anderen hat er nicht die richtigen Prioritäten. Wir sind der Meinung, mehr Geld nur dann, wenn wir auch eine klare politische Festlegung haben, für was wir das ausgeben wollen. Und das müssen dann aber natürlich auch die richtigen Adressen sein. Aus meiner Sicht ganz klar Migrationskrise, Eurokrise, denn die Eurokrise ist nach wie vor da. Und das müssen wir aber politisch untermauern. Und das sehe ich in diesem Grundsatzpapier viel zu wenig ausgeprägt. Und deshalb lehnen wir das ab. Ja, das wäre an und für sich die neue Herausforderung, die Grenzsicherheit, die Cybersecurity. Das sind neue Themen, die, glaube ich, auch extra zu verhandeln sind. Das ist auch für uns ein Schwerpunkt, dass man sagt, okay, was muss man von den bestehenden Bereichen streichen? Wo hat sich also die Europäische Union falsch positioniert? Wo sind Ausgaben in die falschen Kanäle gelaufen? Auf der anderen Seite muss man sagen, die Zeiten haben sich geändert. Es gibt viele neue Prioritäten und wir müssen schauen, wie können wir die neuen Prioritäten am besten verankern. Okay. Man hat ja auch den Eindruck, es geht jetzt mit dieser Abstimmung auch um eine Art Grundsatzentscheid. Wie soll es weitergehen mit der EU? Man kann das auch vielleicht zusammenfassen unter dem Stichwort entweder mehr Zentralismus oder mehr Subsidiarität. Herr Kölner, wie ist Ihr Standpunkt dazu? In der Tat sehe ich wirklich genau bei solchen Berichten die Nagelprobe. Wir können nicht immer von Subsidiarität reden und faktisch geben wir der EU mehr Kompetenzen und mehr Geld. Das führt notwendigerweise zu mehr Bürokratie, denn das ist ja ganz klar, wenn die EU mehr Geld hat, muss sie dieses Geld verwalten, also dafür brauchen wir Leute. Deshalb ist meine Linie eindeutig, die EU sollte nur da zuständig sein, wo sie wirklich einen Mehrwert erreichen kann. Ich meine, das sagen zwar in unserem Parlament mehr oder weniger alle, aber jeder meint was anderes darunter. Meines Erachtens ist es völlig inkonsequent, mehr Geld zu verlangen, mehr Konsequenzen und sich über Überbürokratisierung aufzuregen. Sondern da müssen wir eben sagen, entweder oder. Und ich denke, wir haben doch hier einen Programmhaushalt. Ein Programmhaushalt heißt, wir müssen mal überlegen, wer führt sinnvollerweise ein Programm aus. Und ich bin da im Agrarbereich der Meinung, da könnten wir weit überwiegend die Dinge auch in den nationalen Mitgliedsländern durchführen lassen. Herr Rübig, wie sieht denn für Sie eine gute Zukunft der EU aus und auch natürlich Ihrer Mitgliedstaaten? Ja. Ja, beim Agrarhaushalt haben wir ja gelernt, dass wenn alle Nationalstaaten hier die Menge in den Mittelpunkt stellen, dann kommt es zu einer Subventionierungsschlacht zwischen den Mitgliedstaaten. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir nicht wollen. Darum ist die Agrarpolitik die einzige vergemeinschaftigte Politik, weil hier der Nutzen für den Bürger und für die Bürgerinnen am größten ist. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Message. Was würde es kosten, wenn das Europa nicht koordiniert und harmonisiert? Ich glaube, Europa hat hier eine wichtige Funktion, zu sehen, wie positionieren wir unsere Landwirtschaft auf den globalen Märkten, welche Produkte können wir hier sehr gewinnbringend international auch vermarkten, und unsere Landwirtschaft ist sensationell aufgestellt. Ich glaube, wir haben ein extrem gutes Bildungswesen, wir haben gute Produkte und aus dieser Sicht sehe ich hier eine Riesenchance, gemeinsam den Weltmarkt etwas stärker zu betreiben. Da hat die Europäische Union, glaube ich, die richtigen Grundvoraussetzungen. Wir müssen natürlich auch sehen, dass wir neue Produkte brauchen werden. Wenn ich heute an Forschungspolitik denke, wie können wir es erreichen, dass wir gesunde
Tiere dementsprechend auf unseren Feldern haben oder in unseren Ställen. Gesunde Früchte, gesundes Obst, sauberes Wasser, erneuerbare Energie, das sind alles Themen, wo man, glaube ich, in der Forschung und in der Innovationspolitik sehr viel machen kann. In der Landwirtschaft wird Robotik ein enormes Thema werden, die Digitalisierung in diesem Bereich. Also hier haben wir viele Chancen und glaube, das ist nicht gut, wenn man das mal 28 multipliziert und alle das Gleiche machen. Ich glaube, hier ist das Think Tank Europa, das Zusammensetzen und gemeinsam das Beste für unsere Bürgerinnen zu suchen, das ist schon gut und das hat mit Zentralisierung nichts zu tun. Also Sie sehen die Agrarpolitik bei der EU in guten Händen, Herr Köllnl, wie sehen Sie das? Ja. Da bin ich anderer Meinung. Wir müssen noch einfach mal von den Zahlen ausgehen. Wenn wir weit über ein Drittel unseres Budgets für den Agrarhaushalt ausgeben, dann freue ich mich für alle unsere Bauern, das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist doch nicht die Herausforderung der Zukunft. Die EU steht doch Gott sei Dank nicht vor einer Hungersnot, müssen wir doch mal sagen. Und wenn man irgendwo neue Techniken fördern will, dann kann man das ja, überhaupt keine Frage. Aber Sie sagen doch selbst, unsere Landwirte sind gut aufgestellt. Wieso müssen wir dann einen Subventionsschwerpunkt für diesen Bereich herbeiführen? Ich finde, es ist ein Widerspruch. Ich bin übrigens auch der Meinung, gerade im Agrarbereich ist es nicht gut, wenn die EU einerseits Subventionen in großzügigem Umfang gewährt, dadurch logischerweise Einfuhren aus anderen Ländern reglementiert. Das ist keine faire Partnerschaft für Dritte Weltländer. Denn die sind oftmals darauf angewiesen, dass sie gerade Agrarerzeugnisse exportieren. Das ist mit ein Beitrag nicht nur gegen Hunger und Armut, das ist auch ein Beitrag gegen Migration, wenn man in den Ländern eine Chance lässt. Deshalb denke ich, hier würden freie Märkte wesentlich dazu beitragen, dass es besser wird. Vielleicht nach einem Anpassungsschock, da gebe ich Ihnen recht, aber trotzdem, der Weg sollte sein, mehr Markt und weniger Subventionen. Unterschiede in Ihren Positionen sind ja hier klar. Das Gleiche ist ja eigentlich auch bei der Kohäsionspolitik oder auch Struktur der Regionalpolitik genannt. Da ist auch die Frage, soll die auch auf EU-Ebene vor allem durchgeführt werden oder ist es auch eher was für die Nationalstaaten? Vielleicht um eine kurze Stellungnahme dazu. Vor allem muss man mal sagen, dass die EU selbst ja relativ geringe Mittel zur Verfügung hat. Ich bin jetzt seit einigen Jahren da und wir haben begonnen bei 1,09% vom BIP und haben das jetzt jedes Jahr reduziert. Wir sind jetzt unter 1% vom BIP. Weil man nimmt, dass nationale Finanzminister 30-50% vom BIP haben. Und von diesem 1%, von diesen 0,98, kriegt die Landwirtschaft ein Drittel und die Kohäsionspolitik ein Drittel. Dann sind ja das ganz minimale Beträge auf ganz Europa betrachtet, mit dem Effekt, dass die stärkeren Länder wie Deutschland, Österreich, Frankreich natürlich durch die Kohäsionspolitik enorm profitieren. Die Kommission hat nachgewiesen, dass wir ein 0,5% BIP-Wachstum haben durch diese Investitionen. Also wenn man halt schaut, wenn wo Straßen gebaut werden, Netze gebaut werden, wer sind dort unsere großen deutschen, österreichischen und französischen Firmen? Also ich glaube schon, dass man das immer im Gesamten sehen muss und dass hier die Europäische Union zu deutlich mehr Effizienz geführt hat und auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entlastet. Das ist ein gut interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Wird ja immer behauptet oder wird oft behauptet, die Kohäsionspolitik hilft auch den Nettozahlern. Jetzt in der gestrigen Debatte hat der Kommissar Günther Oettinger verlauten lassen, die Diskussion um Nettozahler und Nettoempfänger sei schon lange hinfällig. Nun sind ja Deutschland und Österreich, wie schon erwähnt, beides Nettozahler. Herr Köllnl, müsste man dieser Logik folgend nicht noch viel mehr Gelder von deutschen Steuerzahlern fordern, wie es auch im neuen GroKo-Koalitionsvertrag festgehalten ist? Und müsste man vielleicht auch nicht eigene EU-Eigenmittel, also eine EU-Steuer verlangen, wie es von der Kommission und nun wohl auch vom Parlament vorgeschlagen wird? Ja, auch hier eine klare Aussage dazu. Selbstverständlich sind wir als Politiker verpflichtet, sowohl über Brutto- als auch über Nettobeträge zu reden. Den Günther Oettinger, den ich sehr schätze, in dem Punkt widerspreche ich ihm also wirklich ganz klar. Denn als Politiker sind wir die Sachwalter unserer Steuerzahler. Das ist nicht unser Geld, das ist das Geld der Steuerzahler und da sind wir sehr wohl verpflichtet zu überlegen, was passiert damit. Ich möchte aber ausdrücklich sagen, als deutscher Politiker habe ich überhaupt nichts dagegen, dass Deutschland ein Nettozahlerland ist. Im Gegenteil, ich habe schon immer gesagt, ob jetzt die Zahl exakt stimmt,
kann keiner festlegen. Aber unterm Strich, in der Dimension, wie Deutschland derzeit Nettobeträge bezahlt, bin ich einverstanden damit, denn Deutschland profitiert selbstverständlich von der EU, so wie alle anderen Länder auch. Das ist für mich in Ordnung. Was für mich aber nicht in Ordnung ist, dass man zum einen diesen Betrag gar nicht mehr nennen soll. Warum denn? Das ist doch intransparent. Und zum anderen, da darf ich noch mal kurz reflektieren, Herr Rübig, in dem Punkt wäre ich jetzt offensiver als Sie im Gegensatz zur Agrarpolitik. Die Kohäsionspolitik, die macht ausgesprochen viel Sinn. Da würde ich gerne Geld einsetzen, durchaus umschichten vom Agrarhaushalt in die Kohäsion. Dann aber auch, sage ich auch jetzt ganz deutlich, zu Lasten derjenigen Regionen, die schon weiterentwickelt sind. Ich würde hier einen klaren Schwerpunkt setzen bei den Regionen, die eben noch hinten dran sind, und würde sagen, denen helfen wir. Und dann darf es natürlich keinen Unterschied machen, ob das in Rumänien ist, in Österreich oder in Portugal. Aber Länder, die keine hinten ranhängenden Regionen haben, die sollten aus der Kohäsionspolitik tendenziell auch kein Geld kriegen. Nur eines noch, und das ist mal wirklich wichtig, da müssen wir vorher aber auch klare Ziele definieren und die auch messen. Denn ansonsten, Herr Rübig, passiert doch immer eines. Jeder beschreibt ein Projekt ganz toll und irgendwann ist das Geld fort und ob da wirklich was entstanden ist, weiß hinterher kein Mensch. Da auch noch eine Anschlussfrage an Sie, Herr Rübig. Man könnte ja auch dem Herrn Kommissar Oettinger entgegnen, wenn die Diskussion um Nettozahler und Nettoempfänger obsolet ist. Ja, dann können Deutschland und Österreich ja ihre Gelder massiv reduzieren. Irgendwer wird diesen Zahlungsrückgang schon ausgleichen, wenn das allgemeine Interesse groß genug ist. Wie sehen Sie das? Ja? Ja, in der Kohäsionspolitik ist es ganz klar, dass Europa auch starke Regionen braucht. Also gerade die starken Regionen ermöglichen ja auch dann das Wirtschaftswachstum und das Umverteilungspotenzial, was damit natürlich entsteht. Also ich würde die Kohäsionspolitik nicht nur auf die schwächeren Länder beziehen, sondern auch schauen, dass man, wie Herr Kömmel das auch richtig gesagt hat, die richtigen Schwerpunkte sucht. Und ich glaube, da hat die Europäische Union schon gezeigt, gerade mit unserem Forschungsprogramm Horizont 2020, dass diese Neuentwicklungen natürlich allen zugutekommen. Und wenn man nimmt, dass wir derzeit 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt sind und hoffentlich, wenn es keinen dritten Weltkrieg gibt, 2050 10 Milliarden Menschen, da haben wir einige Herausforderungen vor uns, die Welt zu ernähren, ja, mit gesunden Lebensmitteln, auch dementsprechend zu sehen, dass die Rohstoffe in notwendigen Anzahl vorhanden sind. Hier kriegt die Landwirtschaft und die Kohäsionspolitik eine völlig neue Bedeutung. Und ich glaube, auf das sollte sich Europa konzentrieren. Und das werden wir aber, glaube ich, im Haushaltsausschuss gemeinsam intensiv vorantreiben. Vielleicht noch mal anders gefragt. Mit dem Brexit entsteht ja jetzt dann demnächst eine große Lücke im EU-Haushalt, weil das Vereinigte Königreich trotz Britenrabatt zweitgrößter Nettozahler ist. Wie, Herr Rübig, soll damit umgegangen werden, gerade auch angesichts neuer Herausforderungen, eben wie Migrationskrise oder Terrorismusbekämpfung? Ja, es werden insgesamt 12% der Mittel führen, dementsprechend fehlen. Und wenn 12% der Mittel fehlen, muss man schauen, welche Bereiche kann man dementsprechend um diese Beträge kürzen, um in Zukunft auch ein tragfähiges Budget zu haben. Das ist ja dann ab 2020. Mhm. Und dann werden wir sehen, was bei den Kürzungen sinnvoll möglich ist und dann eben mit neuen Projekten auch frisches Geld dementsprechend zur Verfügung zu stellen. Mhm. Oettinger hat das gut auf den Punkt gebracht. Wenn man in ein Lokal geht, gibt es eine Speisekarte, man sucht sich aus, was man will, aber das muss man dann auch bezahlen. Und so wird es auch bei den neuen Projekten sein. Und da werden wir auch wahrscheinlich die Variante der Eigenmittel brauchen, dass man dann sagt, okay, wir wollen auf keinen Fall neue Steuern, aber es gibt bereits bestehende Mittel, die man, glaube ich, besser einsetzen können. Zum Beispiel das Emission Trading System, also die Reduktion von CO2 und den fossilen Brennstoffen. Diese Mittel könnten wir in einen Modernisierungsfonds stecken, der ganz einfach für diese Bereiche dann enorme Zug- und Schlagkraft entwickeln könnte. Also es gibt auch bei der Frequenzversteigerung die Möglichkeiten, die Mittel für die Frequenzen dann den nationalen Finanzminister aufzufordern, das der Europäischen Investitionsbank zu geben. Die hat dann einen Hebel von 12 und dann könnte man wirklich die Digitalisierung in Europa massiv vorantreiben. Und das bei den geringen Zinsen, die wir derzeit dank dem Euro haben. Also Sie plädieren auch wirklich für neue EU-Eigenmittel. Herr Kölmel, denken Sie, das ist ein Weg, um die Brexit-Lücke auszugleichen? Nein, ich bin da anderer Meinung. Da geht es auch um die Grundfrage, welche EU wollen wir eigentlich? Zum einen
über die Höhe des Haushalts wird es entschieden, zum anderen natürlich aber auch über die innere Struktur, die die EU hat. Und da ist es zum Beispiel eine Frage, ob wir einen europäischen Finanzminister haben wollen oder nicht. Und es ist auch eine Frage, ob die EU ein eigenes Steuererhebungsrecht bekommt oder nicht. Das sind Grundsatzfragen für mich. Und ich sehe ehrlich gesagt dafür überhaupt keine Notwendigkeit. Im Gegenteil, ich finde, die Finanzierung der EU ist derzeit viel zu kompliziert. Ganz ehrlich, Herr Rübig. Außer dem Haushaltsausschuss, und da bin ich mir noch nicht mal sicher, ob alle unsere Kollegen das so ganz durchdrungen haben, versteht kein Bürger in der EU, wie sie finanziert ist. Ist aber auch in meiner Gemeinde in Wales so. Auch da, außer denen, die in dem Bereich arbeiten, haben unsere Bürgerinnen und Bürger in Wales, eine kleine Stadt mit 60.000 Einwohnern. Das ist natürlich auch klar, dass wir dafür da sind, das zu erklären. Natürlich, aber trotzdem, wir haben so viele Finanzierungsunterschiede derzeit schon. Diese Auslagerungen, das hat man früher mal Schattenhaushalte genannt. Stichwort EFSI, mit Hebel und so weiter. Ich frage mich, hat es denn alles heutzutage seine Berechtigung in einer Phase, wo wir Nullzinspolitik haben? Und jetzt nun mal gerade Länder wie Österreich und Deutschland sind ja definitiv AAA-Schuldner. Zumindest so Deutschland, ja. Ja. zumindest muss es doch möglich sein, dass diese Länder völlig problemlos Projekte, die sie finanzieren wollen, auch finanzieren können. Da frage ich mich, für was brauchen wir denn für solche Länder ein EFSI? Ich würde mir ein EFSI gefallen lassen, wenn man sagt, da gibt es jetzt in Portugal beispielsweise oder in Zypern Finanzierungsprobleme, die kriegen das nicht hin. Aber für unsere Länder ist doch das mit Verlaub Schwachsinn. Das ist die Leute an den Nasen irgendwie entlanggezogen. Moment, das passt nicht. Man muss schon auch dazu sagen, dass wenn der EFSI dann investiert in Portugal, in Spanien, in Griechenland, ja. Wer baut denn die Projekte wieder? Das sind dann wieder unsere deutschen und österreichischen Firmen. Aber das ist ja was anderes. Und das wird auch dementsprechend durch den EFSI finanziert. Da fehlt, glaube ich, noch die entsprechenden Berichte der Kommission. Die hat, glaube ich, für den Mai erst versprochen, die entsprechenden Analysen vorzulegen, inwieweit eben auch reichere Länder profitieren oder auch nicht, ja, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich das nur noch ergänzen darf, Herr Rübig, in dem einen Punkt bin ich ja völlig bei Ihnen. Deshalb sage ich ja auch, die EU als solches ist gut. Sie könnte noch besser sein. Und jetzt ist der Unterschied, einige sagen, sie wird besser, wenn sie immer mehr Kompetenzen und mehr Geld kriegt. Ja doch, das ist schon so. In dem Haus gibt es da eine Mehrheit dafür. Und die anderen, so wie ich, sagen, sie wird besser, wenn sie sich wieder auf die Kernaufgaben konzentriert. Und Kernaufgaben sind eben der Binnenmarkt, dass wir friedlich und freundschaftlich zusammenarbeiten, dass wir gemeinsame Projekte haben, grenzüberschreitend, dass wir unsere Grenzen sichern. Denn ein Schengen-Raum funktioniert nur, wenn wir sichere Außengrenzen haben. Die müssen wir herstellen, das wird Geld kosten. Dazu müssen wir auch heutzutage Kontakte pflegen zu den Anrainerstaaten und denen auch Geld geben. Sie wissen, ich war der Erste im Haushaltsausschuss, der vehement gesagt hat, wir müssen da Geld in die Hand nehmen. Das können wir nicht einfach erwarten, dass Tunesien und wie diese Länder alle heißen, das mit eigener Kraft stemmen. Da sind wir gefordert und da bin ich auch bereit zu finanzieren. Aber ich möchte auch dann eine funktionierende politische Lösung, die dann von allen getragen wird. Das ist natürlich wichtig. Ja, da wäre natürlich wichtig, dass man diese Mittel auch öffentlich ausschreibt, ja, dass die Mittel transparent vergeben werden. So ist es. Ich glaube, dass jeder Flüchtling, den wir in der Türkei haben, und wir waren und haben dort die Auffanglager uns angesehen, da kann man zum menschenwürdigen Standard um 50 Euro die Flüchtlinge dort unterbringen, die ja dann auch wieder zurück in die Heimat wollen. Und wenn man natürlich das in der ganzen mediterranen Welt anbietet, dass wir Flüchtlinge dementsprechend unterstützen, menschenwürdig vor Ort dementsprechend gesichert zu warten, bis es zu Hause wieder sicher ist, hat die Europäische Union, glaube ich, einen enormen Hebel. Wenn die Leute zu uns kommen und dann in München oder in Wien sitzen, kostet das bis zu 1.000 Euro mehr. Also unser Ziel muss es sein, so gut wie möglich die Leute in Sicherheit bringen und ihnen dann die Chance, durch weitere Ausbildung zu geben, wieder zurück in die Heimat zu geben. Und ich glaube, das ist das Grundbedürfnis eines jeden. Und ich finde es auch nicht richtig, dass man die Menschen dann nach Deutschland, nach Österreich oder nach Schweden bringt, weil dort natürlich dann Verbände entstehen, die es dann nicht leicht haben, sich zu integrieren. Das höre ich wirklich sehr, sehr gerne, Herr Rübig. Wenn ich das nächste Mal wieder so einen Antrag einbringe, dann stimmen Sie da mit mir.
Wir haben da in Österreich eine klare Positionierung mit unserem Bundeskanzler Kurz. Das ist ja der erste in der Europäischen Union gewesen, der hier klar formuliert hat. Und ich glaube, da liegen wir völlig auf einer Linie und die Probleme sind erkannt. Und ich glaube, das muss auch angegangen werden. Also da beneide ich Sie auch um Ihren Bundeskanzler. Ich würde gern tauschen, aber wir haben es heute gerade anders entschieden. Nein, den gehen wir nicht her. Einigkeit bei der Frage, wie man mit der Migrationskrise umgehen soll. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, einfach noch stichwortartig, Herr Rübig, Herr Köln, was sind für Sie nochmal die wichtigsten Kernziele des neuen mehrjährigen Finanzrahmens? Was steht jetzt im Vordergrund in den nächsten Jahren, um nicht zu sagen, im nächsten Jahrzehnt? Also natürlich die Vollendung des Binnenmarkts, weil natürlich, wie wir so schön sagen, die Kosten, dass wir nicht Europa haben, für den Steuerzahler sehr hoch sind. Diese Barrieren, die heute noch immer in vielen Märkten in Europa vorhanden sind, führen zu deutlich höheren Steuern. Und das wollen wir in Zukunft umdrehen. Wir wollen haben, dass die Bürger steuerlich entlastet werden und dass dieser Binnenmarkt und auch diese gemeinsamen Aufgaben, zum Beispiel im Bereich Militär, zu deutlichen Einsparungen führen können. Und da kann, glaube ich, Europa als Think Tank Brüssel, dass man sich zusammensetzt, aus den Ministerien die besten Leute, aus den Universitäten die besten Leute, und das machen ja mit dem Forschungsprogramm ganz intensiv, dass die zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger Programme vorschlagen, die dann auch von uns gemeinsam dementsprechend umgesetzt werden müssen. Ja, danke. Und Herr Köln, was sind für Sie die wichtigsten Leitlinien? Für mich ist ganz entscheidend, wir müssen die Prioritäten definitiv neu setzen. Prioritäten sind für mich zum einen Schutz der Außengrenzen und damit ein wesentlicher Beitrag zur Lösung der Migrationskrise, wie ich es eben gesagt habe. Das heißt, da brauchen wir wirklich erheblich mehr Geld, denn ich möchte da auch faire Partnerschaften zu den Anrainerstaaten. Es ist nicht in Ordnung, dass wir einfach nur, sagen wir mal, eine Mauer bauen und sagen, da müssen halt die Anrainer sehen, wie sie klarkommen. Da möchte ich wirklich faire Partnerschaften und investieren, dann müssen wir mehr tun für die jungen Menschen in der Art und Weise, dass sie Möglichkeiten haben, frei zu entscheiden, wo sie studieren wollen. Das müssen wir unterstützen, denn Bildung ist das beste Kapital, nicht nur für diese jungen Menschen, für uns alle. Das ist der Bildungsbinnenmarkt. So ist es. Ich möchte das aber flankieren, nicht mit vielen Subventionen für Firmen, die dann sagen, und dann sind wir in der Lage, dies und jenes zu bieten. Letztlich ist entscheidend, die EU muss wieder viel mehr Marktwirtschaft einführen. Ich denke, wir sind da auf dem falschen Weg. Diese Töpfchen, da was holen und dort was holen, führen zu viel Bürokratie. Ich möchte uns da entschlacken. Ich möchte eine EU, die in dem Bereich eben schlank aufgestellt ist. Dann werden wir unterm Strich auch wieder lebenswerter. Und ich möchte aber auch, dass die EU in sich so stabil bleibt, wie sie war. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Gerade in Deutschland sehen wir, durch den großen Zuzug von Flüchtlingen ist die Situation im Moment sehr kippelig. Da ist auch eine EU gefordert, hier stabilisierend einzugreifen. Und letztlich brauchen wir eben einen schlanken Haushalt und müssen auch mehr für die Sicherheit tun. Das sind für mich ganz wesentliche Punkte. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt bei der Krise mit Aluminium und Stahl gefordert habe, Europa muss wettbewerbsfähiger sein. Wir haben diese Woche auch die gemeinsame Körperschaftsbesteuerungsgrundlage hier im Haus beschlossen. Und ich glaube, es wäre jetzt wichtig, die Körperschaftssteuer zu halbieren, weil das natürlich unsere Betriebe wettbewerbsfähiger machen würde. Und wenn Betriebe dann dieses Geld dann noch dazu investieren, dann würde ich wieder den halben Satz machen. Also mit 6% Körperschaftssteuer für Betriebe, die investieren. Und nur wenn Betriebe wettbewerbsfähiger werden, können sie bessere Löhne zahlen und wir werden im Export leistungsfähiger. Dann kann der Herr Trump seine Steuern erholen, weil diese Zölle sind ja nichts anderes wie eine neue Besteuerung. Ich bin dagegen, dass wir unsere Produkte besteuern, sondern wir sollten schauen, dass unsere Konsumenten auch in Zukunft billig und gut einkaufen können. Und dieses Konzept der Wettbewerbsfähigkeit, ich glaube, da sind wir uns einig, das wollen wir massiv vorantreiben. Ja. Einigkeit auch in diesem Punkt zumindest, das ist ja auch sehr begrüßenswert. Meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war der LKR Europa Politalk. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.